Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir sehr, sehr hart verloren. Was heißt, wir müssen woanders oder sollten woanders hin? Weil Gary gerade ein bisschen stark ist. Na gut. So, hier unten hatten wir ja noch ein paar Trainer übrig. Ich habe mir da sicher nichts übrig gelassen, damit wir eben leveln könnten. Cool, mir ist jetzt nicht gegangen. So, ich meine, die sollten jetzt auf einem angenehmeren Level sein. Hoffentlich. Stufe 22. Haben wir schon Gegner in der Zwischenzeit. Ja, es ist gut zum Leveln, von dem her passt das schon so. Kapsel möchte ich nicht tauschen. Sollte mir nicht allzu viel Schaden machen. Ja. Also mit Gegner sind wir eindeutig ein bisschen zu stark dann wiederum. Aber ich meine, reicht ja, wenn wir Erfahrungspunkte bekommen. Ballinie. Ich möchte bei Fings bleiben. Ich ja schon erwähnt habe, Pinks wird zu einem sehr, sehr starken Pokémon. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Natürlich muss man das. Aber was ich halt auch schon erwähnt hatte, ist ja, dass ich den Spielstand wieder holen musste. Von dem her sind ein paar Trainer Wiederholungskampf gehe ich, glaube ich. Beziehungsweise haben wir ein paar von denen schon erledigt gehabt. Toll. Das ist ganz toll, dass der mich schon wieder geben muss. Und Fings hat ja die Fähigkeit, dass sie sich von Gift und anderen Statuseffekten heilen kann. Louis hat jetzt auch keinen wirklichen Angriff dafür. Siegfried ist ein bisschen schwach auf der Brust. Nee, bleib bei Fings. Selbst wenn ich Fings jetzt heilen muss. Oder ist nur ein bestimmter Statuseffekt, den Fings selbst wieder heilen kann? War es nicht, glaube ich, Paralyse oder so?
Ich muss kurz warten, bis Hanks erledigt ist. So, kann ich sie nicht wiederbeleben. Dann haben wir auch das Problem mit dem Gift nicht. Nein. Kann ich das nicht irgendwie sortieren? Kannst du das Dach irgendwie sortieren? Hm. Egal. Ich hab's wieder vergessen. In dem müssen wir nicht kämpfen. Zeit gewinnen und sich zu Hause zu verlieren. Deswegen kann ich auch nicht kämpfen. Als ich gewinne, mache ich Sira einen Heiratsantrag. Ah. Das erste Mal, dass wir gegen zwei Trainer gleichzeitig kämpfen. Ja, und ich hätte Trinks vielleicht heilen sollen. Wenn ich schon dabei bin, mache ich das auch direkt. Selbst wenn ich fast keine Heilung mehr habe. Obwohl, ich weiß halt nicht, ob es einen Angriff überlebt, von dem er sich sicher. Irgendwo soll es bei der Schaden zufügen. So. Was sollst du das erledigen? Ah ne. Ruhe greift beide an. Ja, ist leider ein Volltreffer geworden. Und da wechsle ich auf Siegfried. Ja, ich glaube Siegfried. Wenn man jetzt Erfahrung bekommt. Ein Volltreffer gewesen. Okay. Ja, 100 Erfahrung. Ich halt ein bisschen krieg. Ist das viel Level Ups. Warum liegt das Pokémon dann zusammen gleich mal? Oh. Ah, Mist. Konntest du uns nicht gewinnen lassen? Ja, nee, so ein. Ist euch dann auch wieder nicht. So. Pokémon Center. Ich glaube zumindest, dass ich hier zum nächsten Arena auch zukommen könnte. Was ich Gary gerade nicht erledigen kann. Ich glaube, der hat Level 40er Pokémon.
Vielleicht ist das noch woanders ein Relaxor. Ja, ich habe keinen Pokémon, weil das ist das Schneiderklamm. Kann ich irgendjemanden lernen? Ich kann jetzt Lehrer lernen. Katze. Ist jetzt ein Mondstein? Ich hatte sogar zwei, die habe ich beide verbraucht. Also nein. Okay. Das Nidoran könnte schon ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt sind wir gleich vor einem Pokémon Center. Das hätten wir keine Angriffe mehr bei Drachenwut. Nidorino. Okay. Ich kann gerade sagen, das könnte schmerzhaft sein. Ja, nichts zum Heilen mehr. Na gut. Wir könnten den Angriff überleben. Ja, Jimmy eigentlich. Jimmy könnte auf jeden Fall einen Angriff überleben. Alles andere Treffer. Reicht Level 27. Stimmt, eigentlich kann sich Fink eigentlich weiterentwickelt. Das ist auch irgendwann bald mal passieren, hoffentlich. Ja, und Eisen haben wir hier. Wie viel Geld habe ich gerade? Ich habe wieder ein bisschen Geld. Jetzt habe ich nicht erst die Heilung gekauft. Nee, ich habe die lieber bekommen. Ja, doch, nee, ich hab Heiler. Okay. Weil jetzt schon wieder so viele Heilungen verbraucht. Geht schnell. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Na gut. Ja, wir haben ein Pokémon Center. Was hat das eigentlich schon? Ein Pokémon-Markt. Ich dachte jetzt nicht, dass ich so schnell so viel Heilung verschwende, beziehungsweise so viel verbrauche. Hm. Naja. So. Dann noch ganz schnell das Pokémon-Center. Und dann auf Richtung. Nächste Stadt. Stimmt, da fehlt uns ja auch noch irgendwas, damit wir zu den Pokéball kommen. Beziehungsweise zu den Items. Ist da irgendwas Besonderes?
Nee, das ist einfach nur ein Gebiet, wo man Pokémon fangen kann. Route 13. Die stille Brücke. Gegen den müssen wir kämpfen. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Okay. Da muss einfach mal irgendwann mit speziellen Pokémon. Nicht unbedingt Elektro. Flügelschlag hat wie getan. Tauboga möchte ich nicht tauschen. Ich muss mich heilen. Oder ich gehe wieder fürs Beleben. Okay. Falls ich es heilen eigentlich mehr aus. Damit dadurch die vollen 50 Lebenspunkte wiederherstellen können. Dass meine Genauigkeit gesenkt wurde. Ist Habitag? Wahrscheinlich noch Imitag. Nehme ich an. Okay. Volltreffer gelandet. Vorhinschlag kann es mich erledigen. Yep. Habe ich mir fast gedacht. Ja, dann hole ich Louis. Vielleicht fahre ich Blubber aus. Ich glaube es zwar nicht. Aber er hält zumindest einen Angriff aus. Wieder die Erfahrung geteilt, ist ja nicht so schlimm. Ich kann natürlich auch Roulette spielen mit Siegfried. Falls ein Angriff überlebt, was natürlich nicht tut. Da habe ich zu viel erwartet. Ich habe noch genügend Beleber, so ist es ja nicht. Was muss jetzt noch? Ich bin im Schlag. Leider nicht so viel Schaden. So,
Stick wird vielleicht Level 15. Ne? Okay, und hier ist die Sackgasse. Was du? Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Position von Item im Menü zu tauschen. Ah, okay. Macht es natürlich angenehmer. Ich meine Highlights sind wieder oben habe. Das ist doch irgendwie jetzt. Ich wusste nicht mehr wie. So, hier war ja auch nichts. Außer hohes Gras. Und ein Duflor. Das ist auch schon auf einem relativ hohen Level ist. Ja, merke ich mir mal. Allerdings, bevor ich hier jetzt was mache, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, so sollt, könnt ihr euch gerne auch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Feuerrot wieder. Ciao.